O-L. Alexej. What's good up? O-L. Alexej. Peace, O-L, 6-4, wesh, wesh, aye, aye, aye. Alexej. To Alexej. 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 Mein Name Alexej, ich bin bei 385. Alexej hier. Alexej. Alexej, kann ich ein Foto machen? Hat sie denn gesehen? O-L. Hat's geschafft. Voll geladen auf Lack, durchquert er die Straßen. Zu Fuß gehen ist safe als ein Beamer zu fahren. Und ein mies teuren Wagen werden die Felgen abgeschraubt. Auf Backstein stelle ich dein Metall ab. Check das aus, Slavenmasche. Respektlose kalte Rasse, Stalingrads Jugend, weil meine Welt im Knast sitzt. Who the fuck is this? Weg vom Mike, lass du L dran. Bloß wie der letzte Dreck, ich zieh dir ein Kleid an. Mein Traum, der Band, meine Welt, die fällt zu schnell. Und wenn du rennst, geh, lass dich mal los von dem Bargeld, die reichen keine Barcents, wenn du im Park checkst. So, der macht die selber alle, weißt du? Ach, ja, was am Deal, weißt du? Brett. Segeral. Fällt sich selber alles an, der sammelt das und so. Und das hat meine Oma ihn, weißt du? Damals, als er noch das Ding cool aus, Alter. Straßenbahnfahrt und der Banker im Stau sitzt, flieht währenddessen gerade ein Bruder vom Blaulicht. So ist das, wenn man aus der Großstadt kommt. Du kannst erzählen, was du willst, ich lass mein Herz im Block. In den Höfen ist es kalt, ich brauche nicht zu frieren, ich hab ne Russenmütze. Mutter hat mir hier alles gezeigt. Also ja, wir sind heute in der Stadt und wie soll ich noch sagen, manchmal hat man Geld, manchmal hat man kein Geld. Und es gibt auch Situationen im Leben, da muss man immer was loswerden, wenn man halt Hunger hat oder was weiß ich. Geld braucht für irgendwelche anderen Sachen, Schulden zu zahlen oder es gibt ja vieles. Und manchmal muss man auch natürlich Sachen verkaufen oder loslassen, die man lieb gewonnen hat, vielleicht auch von Eltern, vielleicht von Großeltern oder von Freunden, sei es ein Ring, eine Kette oder in diesem Fall ein Schwert. Ne? Diesmal haben wir ein Schwert. Ja, das Schwert habe ich damals verkaufen müssen, weil ich hatte kein Geld gehabt und ja, ich hatte halt Hunger und wollte auch natürlich mir Sachen gönnen, so ein paar Kleinigkeiten. Das war aber nicht der Fall. Ich habe dafür halt damals, was habe ich, 20, 30 Euro gekriegt für das Schwert von meinem Opa. Und ja, und heute ist der Tag natürlich gekommen, wo man halt Erfolg hat und wir sind jetzt ja hier und du nimmst mich auf, es läuft, du kennst mich, Geld ist da. Deswegen holen wir heute das Schwert zurück. Ja Mann, und es war eine harte Zeit, da hat man Geld gebraucht und was soll ich dir sagen, Mann? Ich war arm dran, Alter, ich musste das verkaufen, hat mir auch leid getan. Aber wir sind jetzt gleich am Laden da vorne, noch ein paar Meter. Und dann werden wir mal reingehen und abchecken, ob natürlich, Vorsicht, ob natürlich das Schwert noch da ist, was ich ganz stark hoffe. Ich hoffe, es hat nicht zu, weil es sieht danach aus, dass es zu hat. Fuck. Ich schau mal, ich weiß nicht. Ja. Es ist zu, oder? Es ist zu. Traum ist vorbei. Ja. Warte mal. Was haben wir heute?
Montag. Montag. Montag? Ah, nein. Gar genau. Nicht auf Montags. Es ist genau heute zu. Morgen ist wieder auf, ganze Woche lang. Es ist nur heute zu. Kacke, Alter. Meinst du, der hat den Scheiß noch? Natürlich hat er den, Mann. Auf jeden Fall. I'm a window shopper. Hol dir das Schwert von meinem Opa zurück. Wo ist das, Bruder? Das muss irgendwo hier sein. Ah, das hat er irgendwo hingelegt, Mann. Verdammter Arschloch. Ja. Schutz zurück auf jeden Fall. Wir sind heute zwar, wir wussten nicht, dass das jetzt, da seht ihr auch, dass alles Reality-TV ist. Es ist zu. Normalerweise hätten wir geplant, weißt du, alles schön abgesprochen, aber so sind wir nicht. Genau deswegen ist es so, wie es ist. Heute ist leider zu. Daran seht ihr, dass alles echt ist und nicht gespielt ist. Deswegen sehen wir uns morgen, wenn er morgen auf hat. Dann komme ich morgen zurück und dann drehe ich erstmal am Rad, Alter. Ich hole mein Schwert zurück. Ich lasse mich nicht daran hindern, Alter, dass er heute zu hat. Dankeschön. Ich hoffe es auch, dass es noch da ist. Also, das ist alles gerade wirklich sehr authentisch, was passiert. Alles echt. Nichts gelogen, nichts gestellt. Ja, Mann, jetzt werden wir sehen, ob es halt so ist, Alter. Ciao, Girls! Hallo. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Und zwar habe ich damals mal so ein Schwert verkauft von meinem Opa. Das ist so ein österreichisches, gell? War das oder so? Ich weiß nicht, so ein russisches. Ja, das ist schon weg. Ja, ja. Schauen Sie mal nach oder so. Vielleicht finden Sie das mal so, oder? Wissen Sie, was ich meine? Ich habe eine Schrift drauf. Das war so eine Schrift. Filmen Sie? Ja. Wir dürfen noch nicht hier filmen. Okay. Das ist egal. Ton und Film und alles. Gar nichts. Ich dürfe es auch nicht. Ja, okay. Fragen vor sowas, Mann. Ja, wir dachten halt vielleicht einfach so. Hi. Wie geht's? Ja, gut. Mann, mal Was ist mein Unter da? Wir haben uns letztens schon mal getroffen. Ja, ich hab die Kassetten abgeholt gehabt. Aber hat er gerade angerufen. Bitte? Wie geht's euch? Uns geht's sehr gut, hier ist sehr schön in Kiew. Warte, wir machen eine Kamera. Ja, aber ja. Es regnet, ja. Ja, aber morgen wird's besser als in Deutschland. Das ist gut, aber ja. Hier regnet es ununterbrochen. Ja. Jetzt sind wir hier. Und was macht ihr? Wir filmen gerade. Wir nehmen gerade dich auf. Привет. Хорошо все, да? Все хорошо, как у вас? Нормально, мы тут сейчас будем кушать, пить. Супер. Да, у вас как погода, нормально? Погода все, у нас дождь идет сильный. А, окей, окей. Ну хорошо. Ну будем мы дальше работать, давай. Хорошо, давай. Хорошо. Тебе. Пока, до свидания. Пока, до свидания. Чао. Чао, чао. Давай. Чао, чао, чао. Was hast du auf? Auf dem Kriegen, auf gute Zeit, ja? Komm durch, ja? Platz 1. Jetzt hab ich echt geil. Schock. Ja, war locker. Der ist aber echt gut. Ist aber locker. Der ist soft. Ja, ja. Weißt du das? Mhm. Bist du diese, wo du so machst, dann so 10 Minuten. Respekt. Ja. Hm? Nein, nein. Prost. Prost. Auf Platz 1. Überall. Opa liebt es einzutrinken, ich bin dann weggegangen. Нет, вот, ну, экран, что ты видел. Ну, ты знаешь, что это будет картинка. Какая молодая. Вот эти три, видишь, вот эти три звезды, да? Это для третьего альбома. И звезды тоже, у нас же тоже. А что такое Макадам? Махадам, это есть такое, тут такие черные точки, да? Да, да. Эти черные точки, это Махадам. Ну, это... Магадам. Ну, это, ага. Знаешь, как делается это? Понятно, понятно. Да. Можно поцеловать? Все, конечно. Да. Спасибо, актеры. Так. Звезды. Так, быстро. Значит, да, за что? Да. И эта картиночка, да, будет для... такая бокс, да? Знаешь? Тоже продавали один раз. Одну цедешку и... А, я поняла, бокс, я поняла. Да? Да.
Вот такая. Резерв будет. Да, вот так. И да, будет уже продажа. Да. Это и другое. Пусть теперь много продают. Да, надо провести. В Кирке, это, конечно, все? Очень. А вот тут еще вот, это будет другая? Это моя будет, маленькая, это будет, моя девочка, моя пупсик. Кенти Яныш? Это будет бокс, там будет, ну там будет еще больше CD-шки. Это будет, а это ман уже. Моя маленькая. Это уже ман. Моя киндер, моя герц. Моя сердце. Да. Что я работаю? Мама hat gesagt, alle arbeiten, alle. Unsere Familie arbeitet. Alex auch. Ich bin Computer durchklebt. Слышишь, Леночка? А. У нас все работящие. Анечка шьет. Alex spielt Computer. Und ich bin nervös, weißt du wie? Ich wollte den Kopf machen. Warte. Охотник. Ich kämpf um jeden Preis, auch wenn du mit Scheiße schmeißt. Ich weiß, dass du mich magst und später meine Seite teilst. Spür den Vibe und du begreifst, alles fängt schon mit der Zeit. Jeder Schritt hat seinen Preis. Guck mal, neuer Text. Pakete gestapelt im Zimmer. Brass gehen rein, kommen raus, werden schlimmer. Quali ist Baba, die Ware ist Killer. Mach dich auf Figur, sonst kriegst du einen Schwinger. Zu viel Delikte der böse Mischuge. Weil ich sie vergifte, mach ich sie zu Hunde. Bekannt in der Szene, kurdische Gene. Ига, ига. Козак відъезжает, девчинонька плаче. Куди їдеш, козаче? Козаче, соколю, візьми мене з собою на край. Makadam ist eine spezielle Bauweise der Straße, auf der wir täglich laufen, aber gar nicht wissen, aus was sie besteht. Meine 16 Tracks auf meinem Album sind meine Zutaten für meine selbsterbaute Straße, auf dem meine Mutter mit dem Kinderwagen läuft. Eine eigene Straße, auf die noch keine getreten ist. Ну давай, сынок. Что с вами, Wasser überhaupt an? Wer weiß, ob das Wasser ist, oder weißt du, ob das Wasser ist? Ich denke okay, schon. Auf dich. So, probier mal meine Pampuschke. Habe ich extra für dich. Extra für dich gemacht. Weißt du, was Pampuschke sind? Die isst man zum Borsch. Ja. Weißt du, was Borsch? Weil sonst muss ich das nicht schlürfen, das passt okay, nicht. Das ukrainische Suppe, dein Lieblings, ja. Ja, die habe ich damals zu Hause gemacht, wo ich geheiratet bin. Ja, ich wollte heiraten und dann wollte ich ausziehen mit 16, dann, deswegen habe ich geheiratet, ja, damit ich Freiheit habe. Ja, ich wollte nicht immer um 9 zu Hause sein, ja. Und ja, dann habe ich geheiratet und natürlich, wie das damals war im sowjetischen Land, hat jemand was erklärt, ja, in der Schule. Und dann wurde ich schwanger, ja. Ja. Und dann habe ich dich mit 17 schon gekriegt, ja. Wo ich mich auch sehr freue, ja. Gott sei Dank. Ja, danke. Gerne, ja. Ja, auf jeden Fall. Und du warst auch sehr lebendiges Kind. Алёша, помаши ручкой. Помаши ручкой, сыночек. Ну-ка давай, а с Киева привет. Алёш. Ja. Und da auf meine Prüfung habe ich dich mitgenommen. Da habe ich Fotos draußen gemacht, wo du mit weißen Mützen da, weißt du? Ah, okay. Bist, ja. Aber das war im Kinderwagen, oder? Das war im Kinderwagen, ja. Da warst du noch ganz klein. Ja. Ja, ja, ja. Ja, da hast du auch so süß geguckt, ja, wie auf dem Bild
Man sieht. Wie war das, als wir nach Deutschland gekommen sind? Erinnerst du dich noch an? Ja, natürlich erinnere ich mich. Also das war, wir sind mit dem Bus gefahren. Ein Reisebus erinnere ich mich. Der Reisebus, ja, wir sind ganz lange gefahren und wir konnten kein Deutsch. Ja. Mhm. Du hast angefangen, Russisch zu lernen und könntest schon schreiben. Ja, du warst ja 5 Jahre alt. Mhm. Und dann habe ich ein Buch mitgenommen, wo ich deutsche Wörter gelesen habe. Mhm. Ja, wo wir dann ausgestiegen sind und da kam ein Mann, dann habe ich gefragt, entschuldigen Sie mich bitte, wo ist die Bushaltestelle? Und dann hat er geantwortet, aber das habe ich nicht verstanden. Ja. Das war auch schlimm. Und ein paar Tage danach sind wir, du und ich, wir müssten mit dem Bus fahren, auch alleine. Und dann haben wir uns Cola-Dosen gekauft, ja? Ja, haben wir uns hingesetzt im Bus, weißt du noch? Im deutschen Bus. Ja. Und der Bus fährt einfach nicht, ja? Weißt du noch? Und der Busfahrer sagt was und sagt was und der Bus fährt nicht. Und dann alle Passagiere und wir trinken, ja, und schauen im Fenster, alles so schön, ja. Und die Passagiere, die fangen an schon sich umzudrehen und zu uns zu gucken. Niemals mit uns, ne? Ja. Und dann fuhr der Bus auch nicht mehr weiter, ja. Dann kam der Busfahrer und hat gezeigt, ja, dass die Getränke und Essen verboten sind, ja. Und das war klar, ja, sofort deutsche Sprache zu lernen, ja. Das war wichtigste überhaupt. Direkt wirklich verstoßen. Ja. Kenn ich diesen Todeskorn tief aus meinem Walkman. Die ersten Rhymes schrieb ich 1994. Erinnerst du dich, Bruder, als es war, als es keine Handys gab, so war's, oh ja. Ja, im Asylheim, ja, da hast du viel gelernt. Ja. Aber ich nicht. Und das war so schlimm. Ja, beim Einschulung da in der Kirche im Fischbach, da standen alle Kinder mit so einer Schultüte, ja. Ich wusste gar nicht, was das ist. Wir hatten sowas nicht, ja. Wir hatten immer Schulranzen. Ja. Aber keine Schultüte. Ja. Und ich werde nie vergessen, wie wir da standen und du hattest keine. Und das hat mir so tief ins Herz getroffen, da kann ich ja immer weinen, ja, gleich. Das war, also das werde ich nie vergessen, dass ich dir das einfach nicht geben könnte. Ja, aber diese Schultüte. Du wusstest ja auch nicht. Du hättest es bestimmt gemacht. Das wusste ich nicht, ja. Was hast du sonst gemacht? Das wusste ich nicht. In den Höfen ist es kalt, ich brauche nicht zu frieren, ich hab ne Russenmütze. Mutter hat mir hier alles gezeigt, ich küsse ihr die Füße, tja. So war das halt, Respekt wurde mir beigebracht, aus 1 macht man 2, wenn man hier aus meiner Gegend stammt. Okay, OL-Interview alleine und bitte. Was geht ab? Alex, mein Name, 1988 geboren in Kiew, Ukraine. Nach Deutschland gezogen, 1993, mit meiner Mutter aus Kiew. In den Taunus, Ruppertsheim, Keckheim, Fischbach, Asylantenheim. Ja, zu der Zeit war ich 4 oder 5, so ungefähr. Und ja, da war ich in Deutschland und habe die Schule besucht. Dann ging es weiter im Asylantenheim. Viel Zeit verbracht meine Mutter. Ja, und meine Mutter dann halt einen Mann kennengelernt in der Zeit, wo wir im Asylantenheim waren, wo ich noch ein kleiner Junge war, wo ich 6, 7 Jahre alt war. Ja, dieser Mann war natürlich halt mein Vater dann, der dann auch zu der Zeit dazugestoßen ist und auch die meiste Zeit meiner jungen Zeit so bei uns verbracht hat, war wie Vater für mich und hat auch dann einen Sohn hinterlassen, den heutigen Bruder, den ich habe, Ivan. Und ja, Mann, aber zu der Geschichte natürlich, fangen wir so an, also die ist auch ganz böse geendet so. Der Mann, also der Vater von meinem Bruder, vom Ivan, wurde ermordet in der Pizzeria, ja Mann, mit 21 Messerstichen in die Brust. Und ja, einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort, ja. So zwei Hurensöhne waren das natürlich, eine Hure und ein Hurensohn, die das getan haben. Diese Hurensöhne sollen auf jeden Fall in der Hölle schmoren. Der hat eine Pizzeria gehabt und ja, der war oft weg abends. Also das war schon für uns so normal, so als Familie. So, ja, der kommt eh heute Abend nicht nach Hause. Er zockt oder irgendwas war halt immer. Aber diesmal war es halt so, er wurde überrascht von zwei, also eine Frau und einem Mann. Der hat schon zugemacht. Die wollten irgendwie eine Pizza essen und so. Und er war halt ein netter Mensch. Also ich war ein netter Mensch. Hat nur Scheiße gebaut, ein bisschen so mit seiner Familie, mit uns.
Aber egal. Ich sag mal so, da war ein netter Mensch, hat die Pizza gemacht. Ja. Der Mann wollte auf Toilette, die Toilette führte durch die Küche, die Frau hat ihn abgelenkt. Der Mann hat sich ein Pizzamesser geschnappt und während sie an ihm dran war, hat er ihn abgestochen. Morgens um 5 Uhr neben uns war eine Fahrschule, die hat dann gesehen, das ist normalerweise nicht um die Uhrzeit auf, ist eine Pizzeria. Und hat er gesehen, der Boden war voller Blut und ein Mensch verliert ja sehr viel Blut. Und der Fahrschullehrer hat das morgens gesehen und hat dann die Polizei gerufen. Wir haben uns immer noch natürlich zu Hause noch Sorgen gemacht, weil wir nicht wussten, was passiert ist. Und so, wir dachten, ja, jetzt wieder zocken, wie immer, mal einen Abend. Nein, aber es war anders, er wurde ermordet an dem Tag. Und wir sind dann gegen Nachmittag dann hingefahren, wollten dann gucken, so, ja, dass da was los ist. Und wir kamen die Straße reingefahren, da war alles voller Polizei. In der Zeit, nach diesem Mord, sind wir dann nach Darmstadt umgezogen, um ein neues Leben anzufangen, frischen Wind reinzubringen, um alles zu vergessen. Also vergessen kann man es eh nicht, aber wenigstens die Eingangstür von der Wohnung, wo er mit uns jeden Tag gelebt hat und sowas. Also so diese Sachen vergessen. Einfach ein neues Leben aufbauen. Ja, und dann sind wir nach Kranichstein gezogen. Durch die Nacht mit dem 50er, lass was knacken und es wird lustiger. Russkaya Vodichka, hacke dich ne Bodyguard. Hauptbahnhof, Hütchen spielen, ich bin mir unsicher. Zocken im Tag-Team, Geld verdienen, Augen zu und durch, Bunkertaler muss nen Film schieben. Pianica, Wodka-Juice, Stoßen an, trinken pur, Augen zu und durch. Bleifuß Richtung Frankfurt, Absturz, hör mal gut hin, Rattucher, Idee nachholen. Intro, Nitro, stopp das Mikro, Hymne für die Spielos, die mit Kilos, nachts ist Filos, wir sind infiziert vom Virus. Gut, und dann, als du 10 Jahre alt warst, ja, da hast du angefangen, solche Texte zu schreiben. Mhm. Ich wusste noch gar nicht, was das für Texte sind. Mhm. Ja, ich weiß noch. Aber das ist mir schlecht geworden. Das habe ich gelesen. Mein Kind, dem ich alles ermöglicht habe. Ja. Ich habe ihn nach Deutschland gebracht, dass er nicht zum Militär geht, dass er hier gute Zukunft hat. Dann schreibt er solche Texte, dass meine Ohren sind so. Ich hab 10 Gramm in Paper, gib mir Tupac, Hellraiser Smoke, Purple Haze, Mike Jagger. Ich von hinten, du am Lenkrad, mach's mir vor. Wow, 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 mach's mir vor. Wow, 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 mach's mir vor. Wow, 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 mach's mir vor. Wow, wow, wow. Und dann habe ich mit dir geschimpft. Ich habe die alle zernichtet, alle kaputt gemacht und weggeschmissen. Ja. Dann habe ich gesagt, wenn du nochmal sowas schreibst, ja, dann kommt Jugendamt hier. Ja, ich weiß so. Weißt du? Ja. Und was war? Hast du weitergeschrieben? Wir sind nicht gekommen. Ja, aber du hast ja weitergeschrieben, ja, das war schon. Aber noch heimlich so. Auch heimlich, ja. Wir haben 3000 direkt weg. Ich dachte, das Kind ist 10 oder 11 Jahre alt, ja, und schreibt so, es geht ja gar nicht. Die Sache war eigentlich so immer, meine Mutter persönlich, die war eher so, mehr so dagegen so auch. Weil zu der Zeit war ich auch sehr jung, ich musste arbeiten, weißt du? Ich musste Schule machen, arbeiten und so Kram. Und es kam gar nicht in Frage so. Irgendwas mit Musik oder Schreiben. Ich musste eigentlich lernen für so Arbeiten und so, weißt du? Sie hat es eigentlich nicht gemocht, weil ich zu der Zeit auch sehr jung war und ich musste sehr viel für Arbeiten, für Deutscharbeit, für Englischarbeit, so Sachen, Mathematik. Aber ich habe dann immer Text geschrieben und jetzt dann gesehen, die hat das dann zerrissen und weggeschmissen. Das war das Problem, weißt du? Sie hat auch nicht die Schimpfwörter gemocht und sowas. Sie hat das alles so gehasst eigentlich, so was mit Musik zu tun hat und so. Sie war eigentlich eher immer so dagegen, weißt du? Das war nicht so ihr Ding, so. Die hat es nicht so gemocht. Und dann warst du im Königstein, in so einem Rap-AG, ja? Oder Hip-Hop-AG war das? Hip-Hop-AG, ich weiß noch. Ja, ja, da bist du sehr gerne hingegangen und du bist immer ein Fan von Eminem gewesen. Ja. Ach, da, guck mal. Hab ich auch gemalt mit 12. Weißt du? Ja, ja, das hast du gemalt, aber nicht fertig. Dann habe ich gesagt, mal bitte deine Bilder fertig, ja? Ja, das kennen ja so ein paar Leute, glaube ich, aus dem Lied. Ja, ja, das... Das ist bestimmt, Mutter hat gesagt, mal meine Bilder fertig. Ja, das war immer wichtig, weil ich auch male. Das wenn ich gut haben, ja. Mutter sagte damals schon, mal deine Bilder fertig. Das Ziel ist klar, sei du nur zu dir selbst ehrlich. Wie gesagt, langsam wird dein Traum wahr. Diese 16 Bars machten mich in der Nacht zum Star. Mhm. Ja, und dann wolltest du, dass ich dir deine Haare schneide, so wie Eminem. Mein Gott, das war schlimm. Ich habe noch niemanden davor Haare geschnitten, ja. Und dann musste ich noch färben und genauso, weil du zum Konzert wolltest. Weißt du noch, wo ich essen war? Wie alt warst du? 15 Jahre alt. 15, 16 ungefähr. Ja. 15 bist du. Ich war 15 und 16 bist du geworden. Ja, ja, dann durfte ich auch so. Dann durftest du, ja. Und dann wolltest du zum. Welche Stadt war das, weißt du noch? Mhm. Mit dem Zug.
Und Freund allein? Essen mit Max. Aha. Maxi. Ja. Maxi Gassner. Ja, und dann habe ich das gemacht, diese Haare. Ich dachte, oh Gott, wenn ich jetzt was falsch mache, wird schlimm, aber war gut, ja? Das war gut. War gut, ja. Perfekt, das Konzert war gut. Du hast dann mit 11, 12 so schon deine ersten Rap-Texte geschrieben? Ja. Du warst jung, du hast Eminem gefeiert und direkt auch angefangen selber zu schreiben mit 11, 12. Ja, ich war riesen Fan von ihm auf jeden Fall. Und ich war in Essen gewesen damals, da war ich 16 Jahre alt gewesen, ja. Da war es im Stadion, das war die Angel Management Tour, irgend sowas, ich weiß nicht, wie das hieß. Auf jeden Fall sowas war das gewesen. Und ja, Mann, da war ich das erste Mal gewesen so. Da wollte ich schon immer hin, als ich die Musik gehört habe so. War es immer ein Traum, da mal hinzugehen, das zu sehen, weißt du, weil es ein übertriebener Künstler gewesen, weißt du. Ich meine, so überlegst du, in der Zeit, wo das so in war, richtig, das war ja auch krass so, dass sie, das ist nur ein Mensch, weißt du, ich meine, aber er rappt so krass, dass er sich so absetzt von seinem, der macht eine krasse Energie einfach, weißt du, ich meine, so. Und ja, es hat so angefangen mit Eminem Allah auf jeden Fall. Und wenn du morgens aufgewacht bist, waren deine Rap-Texte weg, weil deine Mutter sie in den Müll geworfen hat? Ja, weil das war blöd, mit 13 Jahren schreibt er irgendwelche komischen Schimpfwörter und so. Und auch noch so halb gebrochenes Deutsch, so nicht so gut, weißt du? Das war nie meine Musikrichtung. Ja. Ja? Ich weiß. Aber, gut, jetzt ist vielleicht auch nicht so sehr. Ja, klar. Nur, das waren ja viele Schimpfwörter. Ich hab's gemerkt, ja. Da, wo mir nicht so gut ging, ja, so seelisch vielleicht, ja, dann habe ich dein CD angelegt im Auto, das du mir, Dankeschön, gekauft hast. Ja. Ja, vielen Dank. Welches CD? Ja, vom Ach so. Master. Ich habe dir James Brown Album und so auch gehört. Ja. Ich hatte die CD. Nee, deine jetzt, ja. Deine. Und ich habe da ein paar Lieblingslieder. Ja, das wird der Sänger noch bestimmt sein. Ja, das ist auch mit der Sängerin, dann ein bisschen Französisch. Mit Mana, ja. Ja, und dann noch mit Sido, der Schweizer in Bugatti. Ah, ja. Ja. Und noch ein paar, also die haben mich richtig aufgebaut, ja. Ja? Ja. Das ist gut. Wirklich. Ich habe sie laut gehört, da ging es mir besser, ja. Ich habe mich so irgendwie stärker gefühlt, ja. Ja. Ja, und... Cool. Ja, das freut mich auch zu hören. Ja, das, und ich freue mich auch, dass du jetzt so ein bisschen... melodischer, ja, singst dazu, das gefällt mir auch als Frau, ja, wahrscheinlich, ja. Natürlich. Ja, ja, und dann kommt das etwas härtere, das gefällt mir schon gut. Ja, also damals, bevor 385, bevor ich an 385 also gedacht habe noch, also ich wusste ja auch nicht, dass es gibt, für mich gab es nur Chill und Abdi. Und die waren ja bei Aslak so. Und ich kannte 385 noch gar nicht, weil so, die haben mir Aslaks präsentiert mit denen so. Für mich waren die immer so, dass die was, du diesen Aslaks. Du bist das erste Signing bei 385. Ja, genau. Danke, also, meine, ne? Ja, das kommt dann noch so. Okay, sorry. Ja, die Sache war halt, ich wusste halt nicht, dass Chill und Abdi 385 haben, also dass es überhaupt das gibt. Ich habe nur halt gesehen, Chill und 385, immer Rap Map und so aus Bornheim. Das wusste ich halt, dass diese 385 gibt, aber ich wusste nicht, dass 385 Label gibt. Und ja, zu der Zeit waren die auch alle ganz heiß, Mann, Alter. Das war das Beste, was es gerade auf der Straße gab. Und ich habe ja Oldschool gefeiert, ja. Und Katar war auch eine riesen Nummer für mich, Alter. Ist auch heute noch. Und deswegen habe ich mir damals, da wo ich aufgenommen hatte, wollte ich halt dann auch mal so ein Tape schicken, so wie man es aus Hip-Hop-Filmen kennt. Ey, ich schicke mein Tape mal, auf einmal werde ich berühmt und so. Ja, aber das war nicht der Fall halt. Das Ding hat so angefangen, ich habe ein Lied aufgenommen, zwei, drei Songs. Hatar war, glaube ich, Jiva war gerade zu dem Zeitpunkt im Knast. Eva war, glaube ich, so der Labelboss zur Zeit oder so, irgendwas. Und ich habe damals über Facebook diese so zwei, drei Lieder geschickt. Er hat dann gesagt, ey, fit, Brate, korrekt und so. Das war es aber auch. Und dann dachte ich mir so, ja, schade und so. Ja. Wenn es das schon war, ich dachte, vielleicht kommt man jetzt ein bisschen so Dings. Ja, Mann, komm mal vorbei, man, rap mal was vor und so, zeig mal was. Weil damals hat Katar so ein Contest gehabt, Baba Ala Babas Contest oder sowas, glaube ich, hieß das, ne? Und ich wollte da unbedingt mitmachen. Ich bin voll ausgefüllt, ich bin auch direkt aufnehmen gegangen, wollte ihm die Lieder schicken. Aber dieser Contest war dann irgendwie schon überläufig, also war schon vorbei, es war schon, es gab es gar nicht mehr. Und da war ich auch dick traurig und dachte ich mir so, weißt du was, scheiß drauf, schickst jetzt wenigstens die Lieder an Eva. Und dann habe ich die geschickt, ja, und dann ist halt nicht viel passiert. Ich wollte euch noch kurz erzählen, was abging. Eigentlich sollte dieser Junge bei mir, bei uns sein, bei AON. Aber ich sage euch genau, wie das war. Ich war im Knast, ich habe die ganze Zeit gesprochen, russischen Rapper. Das war ein Traum. Und, das war mein Traum. Das war mein ich habe es jedem gesagt, außer Eva. Und er war mit Eva in Kontakt. Und als er dann bei Jin und Abdi rauskommt,
HDF-Ding und ich sehe, ich sag, ey, was geht ab, wer ist das? Dann sagt die Eva, ich sag, die nette Strecke sein. Dann sagt die Eva, Alter, ich hatte ein halbes Jahr Kontakt mit dir. Dann sagt sie nichts gesagt, Alter. Schick Mixtape in den Knast. Ich rufe Jello an, ich sag, Jello, Bruder, mach mal keinen Scheiß und so, bevor die Sache größer wird, so, bevor das erste Album rauskommt, lass mal noch klären. Er sagt, nein, Bruder. Niemals, aber das war mein Traum. Bruder. Diese Baba, kennst du noch damals diese Anne Babas Konzert, dieses Contest? Ja, ja. Da habe ich eine Woche zu spät mitgemacht. Voila! Aber ich wollte, Bruder, ich wollte alle ficken. Was, Bruder? Zu spät? Krass, das wusste ich nicht, Bruder. Ja, so war noch nichts. Dick, schade, Mann, ich wollte auch sehr gerne da, also ich wollte auch ein Teil davon sein auch damals. Und, aber Hoffnung stirbt zuletzt. 385. Habe ich dann gesehen, dass es wirklich gibt. Ja, es gibt da was. Und Chill und Abte war für mich eh Bombe, Granate. Zu dem Zeitpunkt, ey, das, die sind einfach der Shit gewesen, Alter. Dieses Auf der Jagd und so damals. Hechtbusters und so. Das war der Shit auf jeden Fall. Und ja, ich habe mein Tape dann zu denen geschickt. Der hat dann das Video auch gesehen. Weißt du, das hat schon alles so verbunden. Und ja, dann habe ich auch gehört, nachdem ich schon gesigned war, hat mir dann noch erzählt, ja, Mann, ich wollte dich signen und so damals. Ich habe das gehört im Knast und so. Dein Tape, Mixtape habe ich gehört und ja, Mann, auf jeden Fall ist alles so außer Fugen geraten und so, ja. Ja, ich bin gerne, wo ich bin, also da, wo ich heute bin, ich fühle mich sehr wohl, so, weißt du, alles ist super. 385 hat mir viele Türen geöffnet und sehr viel geholfen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Meinem Manager und allen meinen Members, die in meinem Clan sind. Wirklich sehr, sehr dankbar allen meinen Freunden, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Im Jahr 2012, da kam er zu mir und hat gesagt, Mama, ich muss dir was zeigen. Dann hat er was gebracht. Mama, können wir was kopieren oder ausdrucken? Ja, was ist denn das? Ja, Mama, das ist ein Vertrag. Was für Vertrag? Hast du richtig gelesen? Mit wem machst du Vertrag? Wieder mit der Bank? Irgendwas? Irgendwelche Versicherung? Nein, Mama, wegen meiner Musikkarriere, ja, habe ich jetzt wirklich einen Vertrag, ja, mit 385 Ideal, ja, zwei Reaper, ja, haben mich entdeckt. Wie entdeckt? Ja, Mama, ich habe ein Video bei YouTube ja hochgeladen. Super 6, Spiel 77, dein Traum wird wahr, Geld macht uns glücklich. Haben sie das gesehen und mich eingeladen, ja, und jetzt habe ich einen Vertrag, wie alle. Also wirklich, das war ich sprachlos, wirklich sprachlos. Und dann wusste ich ganz genau, dass jetzt etwas passiert, ja. Endlich passiert was, wo ich dachte, ich hatte, also ich habe immer gehofft, ja. Und dass der Hoffnung jetzt in Erfüllung gegangen ist, ja. Das wusste ich dann. An der Stelle auch schöne Grüße an, an Yomi aus Bornheim, weil der war ja eigentlich der, wo das Video dem Cello gezeigt hat, damals. Er hat ihn angerufen, sagt, ey, da ist jemand und so. Und dick, danke dafür nochmal, weil ich glaube, das war das so, das war der Startpunkt von allem. So ein russischer Kollege von mir namens Boba, wir haben uns zusammen früher viele YouTube-Videos angeguckt von Rappern und so. Und der hat mir diesen Olesch so gezeigt und so. Und da war er noch Underground. Da haben wir diese uns angeguckt und dann habe ich erkannt, dass er so klingt wie Cello, Abdi und hat einen ein. Und es hat uns geflasht. Und dann musste ich das unbedingt Cello zeigen. Und weil ich zu der Zeit rein zufällig was mit Cello zu tun hatte, weil bei mir war AZB-Zentrale, abgefuckt zugefügt, Bruder. So leben wir. Haben wir dort gechillt und habe ich den Olesch am Mann gebracht. Yomi Bornheim. Danke. Jürgen Bornheim. Cool. Wesh, wesh, Olex Hash. Wesh in Offenbach. All Area Festival. 385 Filial. International. Egal was, Bruder. Wir sind alle eins, Bruder. Du weißt Bescheid. Hör den Beat.
die Nacht mit dem 50er. Lass was knacken und es wird lustiger. Ruskaya Vodichka, hacke dich ne Bodyguard. Hauptbahnhof, Hütchen spielen, ich bin mir unsicher. Zocken im Tag Team, Geld verdient. Augen zu und durch, Bunkertaler muss nen Film schieben. Bianica, Wodka Juice, Stoßen an, trinken pur, Augen zu und durch. Und da habe ich mir Sorgen gemacht. Ja, was wird denn aus dem Bub? Ja, der macht nur seine Musik, aber was wird das, ja? Was soll das alles, ja? Da, ja, aber was das passiert ist, da, das war grandios, ja? Das war fantastisch einfach. Einfach toll, ja? Du bist ja für mich ja ein Vorbild, ja. Wie man wirklich, wenn man an irgendwas glaubt, ja? Und das erreicht man auch. Kann ich dick oder was darf es sein? Ein kurzen für jeden Bruder, los, check's mir ein. Ja, es wird langsam Zeit für die Scheibe 2. Ich zersäg den Markt in ganz Deutschland. Links auf die Bühne, Bruder, meine Schwung ist gleich los. Voll extrem. Der mieseste Rapper, den ich jemals in meinem Leben gehört habe, egal von wo auf der Welt. Oleg Sesh, eieiei, sie ist cut, mein Schatzi. Ich küsse deine Augen auf Lebenszeit. Echt, Oleg? Auf die. Auf die, Bruder. Deine Augen. Das ist dein 15, Bruder. Was geht ab? Das ist Aji, sie ist cut, direkt aus Darmstadt. Oleg Sesh, mein Bruder, wir waren gerade auf der Bühne, All Areas, alles zerrissen. Holt euch auf jeden Fall das Album von Oleg Sesh, Alter. 21.10. Makadam, Alter, das wird mies zerreißen, das wird alles auseinandernehmen. Auf jeden Fall halte ich sehr viel von dem Jungen und ich wünsche ihm alles Gute. Ich würde sagen, nächsten Album Makadam. So, ich habe es mir auch schon vorbestellt. Und er hat ein gutes Herz, super Musiker. Na, wie sagen wir es gepumpt, Alter? Eieieiei. Dann bin ich rausgekommen, dann war ich mit dem Bruder dann auf Tour. Ich habe das erste Mal, wenn wir uns getroffen haben, mit Celo Abdi, den ganzen Jungs Hani und so. Das war im Sky Club. Kannst du dich erinnern? Proben für Akupunktur. Und ich sollte eigentlich auch Olex backen, weißt du? Olex und Wissen. Ich hab bei Olex total verkackt, weil er einfach ein zu krasser Rapper ist. Wir sind zusammen auf Tour gegangen, wir sind in einem Label, wir ficken zusammen alles weg, Makadam kommt. Eieiei! Als ich ihn gesehen hab, direkt, das war Super 6 damals, da wusste ich genau, das ist es. Das ist der Junge, das ist der Nächste.